Hallo, heute von Haus und Werkstatt 24 mal ein ganz kurzes Video über die Unterschiede von den Propan-Butan-Gemischen, um das einmal zu zeigen. Diese Kartuschen kennt man, das ist eigentlich eine Kartusche, wo überall immer draufsteht, reines Butan. Wir haben jetzt für Haus und Werkstatt 24 eine Sonderabfüllung uns machen lassen. Es steht zwar auch drauf Butan, aber hier ist Propan-Butan-Gemisch drin. Und damit man mal den Unterschied sieht, habe ich die einfach mal hier in den Schnee gestellt. Wir wissen ja, ab 5 Grad plus fängt Butan an, nicht mehr richtig zu vergasen. Ab minus 5 Grad kommt nichts mehr raus. Wir haben es heute wirklich kalt hier. Es durften ungefähr so 5 Grad minus sein. Jetzt wollen wir einfach mal gucken, was passiert, wenn ich hier die reine Butankartusche nehme und die an unseren Brenner anschließe. So, das ist die, wie gesagt, die normale Butankartusche, die von allen Anbietern verkauft wird. Es gibt eine ganz, ganz kleine Flamme, weil es ist nie reines Butan drin, sondern es sind immer so kleine Restpropananteile auch drin. Aber hier ist nichts mit zu holen, wie man sieht. Es kommt ein bisschen, es strömt ein bisschen was aus noch, aber keine Flamme kommt zustande. Wir untersuchen das selber jetzt mal mit unserer Propan-Butan-Kartusche. Und man hört schon, kommt eine ordentliche Flamme. Man kann mit diesem Gasgemisch auch bei diesen kalten Witterungen arbeiten. Ich weiß nicht, ob man die Flamme sieht, aber zumindest hört man es auch, Flamme brennt. Das ist der Unterschied zwischen Propan und Propan-Butan-Gemisch und reinem Propan. Mehr wollte ich nicht zeigen. Ich bedanke mich. Wichtig ist es ja, gerade bei diesen Kartuschen, es gibt mittlerweile auch Heizgeräte, die mit solchen Kartuschen arbeiten. Und wenn da nur reines Butan drin ist, hat man im Winter oder wenn es kalt ist, keine großen Chancen. Deswegen immer Gasgemisch nehmen, wenn man die Wahl hat. Ich bedanke mich und einen schönen Tag noch.